So, meine Damen und Herren, kleine Runde PUBG. Schon lange nicht mehr casual gespielt. Wir haben die ganze Zeit haben wir uns hier in irgendwelchen brutalen Servern rumgetrieben. FPP mit Amber oder irgendwelche fiesen Geschichten in Custom-Servern. Memorable Mansion wäre da die Session in Haven. Oh mein Gott, Haven ist ja so eine Map, ey. Wahnsinn. Deswegen brauche ich jetzt mal wieder ein bisschen Entspannung. Bisschen Entspannung. Machen wir hier unsere Mission mal wieder. Damage ist 5 bei 15. Ja, alles klar. Hüpft mal Multi Power raus, oder? Bei der Flugbahn? Ganz ehrlich, Multi Power it is, man. Multi Power it is. Oing. Gott, ey. Ich habe auch die Videos mit Amber hochgeladen. Allmächt. Übler Tag in Bosnien. Das war kein Spaß, ey. Das war kein Spaß. Also es war schon ein Spaß, aber es war alles ziemlich hektisch. So, lass mich kurz schauen, ja, erstmal, was hier so rumschlumpft. Sieht eigentlich harmlos aus, oder? Erstmal hier ein bisschen ein Zeug einsammeln. Rucksack. Ah, die ist gut. Das Bison. Da oben sind Dudes gelandet. Mal schauen hier. Erstmal an der Stelle mal danke an alle, die hier immer zugucken. Ich freue mich darüber sehr. Ich glaube, ich muss das öfter mal erwähnen, dass ich mich darüber freue, dass ich Zuschauer habe. Das freut mich sehr. Schreibt mir auch gerne Kommentare, wenn ihr irgendwas anderes oder wenn ihr irgendwas Spezielles mal gesehen haben wollt, diskutieren möchtet. So, hier gucken wir mal ganz kurz. Wir holen uns mal eine Mark 12. Das von hier runter. So sieht das Bier aus, ne? Ah, ne. So sieht das Bier aus. Ach, super. Super. Dann swappen wir. Wie gesagt, ich spiele das Game als, wenn überhaupt, Semi-Pro. Semi-Pro? Stimmt nicht. Als Anfänger. Ambitionierter Anfänger. So ist es richtig. Alles andere ist ein ist gelogen. Jetzt können wir raus. Und mal gucken. Eigentlich besser, oder? Und dann nehmen wir die Dirt von auf. Kriegen wir da das Extended Quick oder? Ja. Dragunov mit Retter? Passt. Ich dachte, da war einer. Und Scope. Scope. Bazooka. Mann! Scope oder was?
so ein Scope sein. Wir müssen ein Stück fahren. Mach mal das Rollo auf die Dragunov. Ja, ist vierfach. Endlich! Wird langsam. Pumpe ist halt auch ultra lustig, aber ich habe nur zwei auf den Slots. Da reicht zwar irgendwo einer, ne? Hat gerade noch einer rumgeballert. Ein bisschen aufpassen hier. Aber gutes Zeug. Passt schon. Können wir so machen. Können wir so machen. Oh, jetzt, was ist los mit meinem Game? Rausgetappt. Mhm. Schnell zum Auto. Ja, ein Stück zu fahren hier. Noch 66 am Leben. Ran an die Bulletten. Ja, fahren wir hier geradeaus. Ich, wie gesagt, rechts war noch einer. Gut möglich, dass der jetzt... Wer möchte hier? Von mir... Interaktion. Wenn du denkst, dass du mich damit kriegst, hast du dich geschnitten, Kollege. Ich hasse dieses um die Ecke gucke da. Aber dass der so schnell da war, hat mich gewundert. Irgendwie ruckelt das Game gerade ein bisschen komisch bei mir. Ist er noch da, the Bro? Ich sehe ihn nicht. Machen wir meine Kopfhörer ein bisschen lauter. Damit ich zumindest die Chance habe, ihn zu hören. Hast du das Auto genommen? Fährt da links. Er ist da links gefahren. Er hat sich hier noch irgendein Auto geschnappt. Das ist laut jetzt. Oh, ein bisschen leiser machen hier. Pedal of the metal. Da ist ja der Duca, da hat er gerade einen überfahren.
Autsch. War ein bisschen zu viel nach hinten geguckt, glaube ich. Vor mir war einer. Level 1 Headshot? Respekt. Lass mich da mal zugucken. What the fuck was das? Warum hat er bei mir nicht 78 Mal daneben geschossen? Okay. Ich bin impressed. Ich guckte jetzt dazu, weil es sind schon so viele lustige Sachen passiert in den zwei. Das war gut. Der Free One Shot ist ein Bot. Der hat gerade 78 Mal daneben geschossen. Der Typ, der mit der Dragunov auf mich geschossen hatte, der Level 1 Headshot Guy, der hatte, glaube ich, wirklich Level 1. Der hat einfach nur Glück gehabt. Jetzt schauen wir mal, wie der Free One Shot sich schlägt hier gegen den anderen Bot da. Er macht es gut, ey. Er schleicht sich gemein an. Wow. Er ist die Maschine. Autsch, der Kopfschuss hat gesessen. Das war, glaube ich, eine Derpunov. Der Typ ist kein Bot. Der Free One Shot ist kein Bot. Der ist kein Bot. Oh mein Gott, wie lustig ist bitte schön das Match bisher. Was zum Henker geht hier ab? Der Typ, der mich mit der Dragunov gewonshottet hat, hat einfach nur den... Der hat danach noch 10 Mal daneben geschossen. Das, was war das? Das gibt's doch nicht. Okay, egal. Da ist ein... Oh, da ist ein Premium-Helm. Der Free One-Shot hat Level 124, Tier 2. Hat schon ein paar Chicken-Dinners gemacht. Ich bin begeistert. So wie der gerade geschossen hat, hätte ich hundertprozentig davon aus, wäre ich hundertprozentig davon ausgegangen, dass der Typ ein Bot ist. Links von dir geht's voll ab. Da kannst du doch Freebies abstauben. Da kannst du Freebies abstauben, Mensch. Warum fährst du da nicht hin? Was muss ich noch machen? Ich muss noch alles machen. Ich habe noch nichts erledigt. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. On the road again. Jetzt landet er gleich in der roten Zone. 32 am Leben. Mei, mei, mei. Schauen wir mal zu, ganz ehrlich, was soll's. Es gibt die Tage, da... Da ist besser, du schaust zu. Und heute ist einer davon. Er fährt halt, ja... Ihn interessiert's nicht, er fährt durch die rote Zone. Er ist... Was geht hier in dem Spiel ab? Was geht? Also, ich werde auch eigentlich von der Zone nie erwischt. Ist das jetzt das zweite Mal, dass die Zone da kommt? Auto von links. Auto von links. Checkt er nicht, oder? Nitra S4. Granate eingepackt, hier der Level 3 Weste und Level 3 Rucksack. Links von ihm ist einer.
Schauen wir mal, wie die Sache weitergeht. Ich glaube, der Typ ist ein Bot. Für 24 am Leben. Ist er wirklich ein Bot? Muss nicht sein, ne? Sneakt ja schön rum um die Bäume. Boah, es ist echt schwer. Also ich kann es als direkt im Spiel, kann ich es glaube ich gar nicht. Kann man es im Spiel feststellen, ob man gerade einen Bot spottet? Weiß man nicht, ne? Kann man es rausfinden? Ich glaube, im Game kann man es nicht. Höchstens danach. Er ist vorsichtig. Das ist auch gut. Vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Sind gerade schon so viele auf lustige Art und Weisen gestorben hier. Karabiner mit einem Sechsfach-Scope. Das ist gut. 23 umliegen, da ist ganz schön was los hier. Auto? Ja, das ist der Typ von vorhin. Ich könnte gut möglich, dass das der ist, mit dem ich mich angelegt habe. Er hat Skins, aber das heißt nichts, ne? Die Bots haben auch Skins, oder? Wie ist denn das? Glaub schon, ne? Haben die Bots Waffenskins? Das weiß ich nicht. Ich muss Arcade spielen. Arcade ist echt gut. Ein, zwei Runden Arcade, bevor er in die echten Matches reingeht, ist immer besser. Daneben, oder? Der war auf jeden Fall daneben. What the fuck was that? Auch daneben, oder? Ja, das ist jemand anders angeklettert. Okay, alles klar. Ja. Junge, auf den brauchst du nicht mehr schießen. Okay, der Typ ist kein Bot. Oh mein Gott, wie er nicht checkt, dass der andere ihn gekillt hat. Der andere ist stehen geblieben in dem Moment, wo der andere abgedrückt hat. Oh mein Gott, wie cool. Der Typ ist kein Bot. Der ist ein echter Player. Er ist ein echter Player. Allerdings stellt er sich jetzt nicht so gut an. Ich darf nichts sagen, ich bin schon draußen. Da läuft einer. Ey, der hat getroffen, unfassbar. What the fuck, man? Der hat zwei Schüsse mit dem Repetierer direkt ineinander getroffen. Respekt. Fairness halber muss man sagen, der Typ war auch nah. Trotzdem finde ich zwei Schüsse mit dem Ding hintereinander zu treffen, ist erstmal per se nicht so einfach. Level 58, der hat mit dem Game gerade erst angefangen. Ich glaube ihm das auch. Weil er einfach nicht sehr routiniert spielt, muss ich sagen. Zone kommt jetzt. Vor dir ist ein Sniper mit Charlie. Rechts, bisschen weiter rechts. Der OMFG 06QPH9I ist, glaube ich, ziemlich gut. Hat einen schallgedämpften Repetierer. Und er ist rechts von dir, Dude. Er ist rechts von dir. Er ist nicht vor dir, er ist rechts von dir. Wenn du jetzt nach rechts guckst, siehst du, wie er über der Straße, über die Straße läuft. Er muss nämlich auch über die Straße. Wenn er dich zuerst sieht, bist du weg vom Fenster. Er guckt nicht nach rechts, ist ihm egal. Okay. Oh ja, das ist eine gute Idee. Wenn nur noch 8 am Leben sind. Das ist top. Erstmal gucken, was liegt denn davor, vor der Crate, bevor man sich mit der Crate selbst beschäftigt. Nee, er macht es schon richtig, glaube ich, oder? Ja, er ist gerade in der Crate drin, alles klar. Ich
würde mir das Level, den Level 2 Helm anziehen, falls da einen gibt. Ach, die wurde schon gelootet. Ah, verstehe. Okay, alles klar. Ich würde mich auch nicht daneben stellen, sondern daneben ducken, aber das ist nur meine 5 Cent zu dem Thema. Bleiben wir noch ein bisschen hier stehen. Du bist hier sicher. Der Charlie-Sniper, den interessiert es absolut nicht, dass da Nitrasa hier rumeiert. HDL Apple, hab dich lieb Apple. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht gewesen. Der war näher. Der andere Typ war näher. Der ist rechts noch im Wald. Krass, der Typ kommt echt unter die Top 5. Unfassbar. Okay, nicht schlecht. Ich bin impressed. Also, wann habe ich den Headshot bekommen? Ich war im Auto gesessen und habe eine Handbremswendung gemacht. War dann kurz, weil das Auto noch träg war, bin ich noch kurz zum Stehen gekommen. Und in der Millisekunde, wo das Auto gebraucht hat, um wieder zu beschleunigen, habe ich den Headshot bekommen. Also hat mir einer einen Headshot im Auto in der Sekunde, wo das Auto gestanden hat, gegeben, weil ich so gedriftet bin. Es dauert dann bis man wieder beschleunigt. Das war ein guter Move. Der macht auch viele Headshots, der QP High whatever. Der ist links, der ist doch der Typ gewesen, der über ein Dings rüber ist. Über einen, den wir vorhin gesehen haben. Könnte es sein? Noch 4 am Leben. Ey, der Typ ist ein Player. Unfassbar. Ey, wenn der Nummer 1 wird, dann lach ich mich schlapp. Oh, Starbucks-Tasse Paris. Da schmeckt der Kaffee gleich doppelt so gut, sag ich euch. Jetzt wird's gefährlich. Geiler Typ, der ist so geil. Der stellt sich hin, er guckt sich das Ding an. Er zielt drauf. Er sagt, oh, das ist super, da gehe ich jetzt hin. Ich bin bestimmt der Einzige, der auf die Idee kommt. Jetzt ist er gleich weg. 3, 2, 1. Oh, was er für Skins hat. 0,05. Was hat der für Skins? Das sieht ja schick aus, was er da hat. Ich würde nachladen, die erwähnen. Er hat voll die epischen Skins. 0,025. 0,0125. Ist schon, ich zähle dann immer so die Hälfte. 0,0075. Nachladen, ja, das ist gut. Der andere Typ, der Clan-Dude, hat das Ding ignoriert, oder was? Ja, du kannst damit zoomen. Hat die Crate ignoriert? Ja, nochmal Munition mitnehmen. Sicher, sicher. Wobei, ich werde auch immer geschimpft, dass ich irgendwie, wenn noch 3 übrig sind, noch 8 Medipacks im Rucksack habe. Und 300 Schuss. I take that. Ich bin auch so drauf. Ich bin irgendwie so Jäger und Sammler. Gott. Oder zumindest niemand, der trifft. Es war direkt vor dir, Mann. Das war direkt vor dir, an dem Stein oder sowas. Also jetzt, ich hoffe, dass du gewinnst, Mann.
Ich habe Nitras mittlerweile ins Herz geschlossen. Ich hoffe, dass er gewinnt, aber ich glaube es nicht. Rechts, ein bisschen weiter rechts. Irgend so ein Baum. Warum rennt der mit der AWM rum, mit dem Achtfach-Scope, Junge? Wenn jetzt einer ums Eck kommt, bist du geliefert. Auf die Sniper wechselst du nur, wenn du siehst, dass einer weit weg ist. Aber er hat halt auch einen Dreifach-Scope an der M4. Okay, alles klar. Aber er hat ein Holo, er könnte einfach das Holo anschalten. Ach, ich weiß es nicht, was er macht. Da ist er, da war er. Rechts. Jetzt ist er geliefert. Das war unser kleiner Dude. Jetzt ist er gesandwiched. Zu dem Sandwich. Oh mein Gott, shit, er wurde vom. Nee, ey, er wurde vom Bot gekillt. Okay. Tier 3, Level 85, noch zwei übrig. Das war's, oder? Oh nee, dauert noch. Jetzt war's. Gut. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. War das der Typ, der... Nee, das war nicht der, mit dem ich mich am Anfang angelegt habe. War er nicht... What the hell? Danke fürs Zuschauen. Der Typ war nicht schlecht. Er ist echt lange durchgekommen dafür, dass er so grottig gespielt hat. Fand ich lustig. War sympathisch irgendwie. Danke fürs Zuschauen. Falls ihr mal mit mir spielen wollt, haut mal auf den Like und den Subscribe-Button. Und vor allem tretet auch mal meinem Discord bei. Link packe ich in die Videobeschreibung. Dann können wir mal gemeinsam eine Runde spielen. Also bis dahin sage ich Servus, passt auf euch auf, ciao, ciao, macht's gut.